Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, als erstes werden wir, oder nee, das werden wir uns mal aufsparen. Ich habe ja einen lieben Kommentar erhalten, dass das oben nicht geklappt hat, weiter aufzuräumen, weil wir keine Ausdauer mehr hatten. Ehrlich gesagt habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet, deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Achso, ich habe die Lupe jetzt noch in der Hand. Ach, wieso sagt mir das denn keiner? Moment. Nee. So, 8. Kann ich dann... Ach nee, mit E einsammeln. Oh Gott. Guten Morgen. Also heute ist es irgendwie nicht mein Tag, habe ich so das Gefühl. Jetzt haben wir auch ein Problem, weil ich hatte nämlich offline schon mal eben den... Nee, den Hühnerstall hatten wir so schon hingemacht. Das ist Gertrude, die möchte ich euch vorstellen. Die lebt jetzt in diesem Hühnerstall. Das Ei ist übrigens von mir, das ist nicht von Gertrude, mal nebenbei bemerkt. Das Problem ist, ich habe jetzt überhaupt gar kein Futter für sie und das könnte jetzt sehr, sehr problematisch werden, weil ihr mir schon geschrieben habt, dass Gertrude halt eben Futter braucht und Gertrude sonst den hier macht, nämlich das schnelle Huhn, ne? Das schnelle Hühnerbein macht die dann. Und das wäre natürlich nicht nett. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie komme ich jetzt in die Mine? Ich kann vorne in die Mine und ich kann hier in die Mine. Aber wo war jetzt der Eingang? Ach, da war der Eingang, glaube ich. Oder? Nicht doof? Doch, hier. Hier, das muss ich auch noch alles frei machen. Aber das werde ich dann mal, ja, ich denke mal, offline machen. Achso, da ist ein Durchgang. Ich dachte gerade schon. So, das heißt, wir können jetzt erstmal hier rein und erstmal wieder irgendwelche Sachen hier stibitzen, die hier wieder neu... Oh, Kamille wächst hier sogar. Da habe ich ja noch gar nicht drauf geachtet. Die wieder neu am Blühen sind. Moment. Kann ich die Steine? Die Steine kann ich auch nehmen, ne? Meine ich doch, weil Steine zu finden ist in der Regel nämlich auch ein bisschen schwieriger hier. Das kann ich noch nicht machen, weil ich noch keine bessere Spitzhacke habe, glaube ich, ne? Naja. Ach ja, dann können wir auch die da hinten hoffentlich endlich mal machen, wenn wir irgendwann mal eine neue Spitzhacke kriegen. So, jetzt bin ich natürlich völlig von der falschen Seite reingegangen. Obwohl, nee, das ist okay. Wir können... ich gehe lieber hier rum. Ich weiß nämlich, dass ich ganz blöd hier runterspringe. So. Nein. So. Oh, das ist schön. Schon wieder alles neu gekommen hier. Nee, das war das gleiche Material wie draußen. Ich dachte gerade schon. Okay. 100 brauchen wir hierfür. Und das war jetzt auch die Brücke, die wir machen wollten. Ja, ich wollte aber nicht draufstehen, wenn ich das... Nein, nein, nein. Ach so. Obwohl, doch, hier darf ich draufstehen, weil das wird ja nach vorne gehen, ne? Bauen. Zack. So, jetzt können wir hier rein. Endlich, endlich. Ich will wissen, was es hier hinten gibt. Wahrscheinlich weiß ich schon, was es hier gibt. Aber wir können auf jeden Fall endlich hier rein. Ja doch, ich glaube, ich weiß schon, was es hier gibt. Ja klar, hier waren wir doch schon mal drin. Mist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann ja was Neues entdecken. Aber klar, wir sind ja hier schon mal drin gewesen, als das Wasser so hoch war. Aber wenigstens können wir jetzt wieder hier rein. Ist ja auch schon mal was. So, das heißt, wir kommen auch hier jetzt wieder hoch. Obwohl, das hätten wir von da aus theoretisch auch gekonnt, sehe ich gerade. Hier war aber, glaube ich, nichts... oder? Was ist das? Was bist du denn? Lila Pfauenwurzel. Aha. Habe ich die hier schon mal geholt? Ich habe gerade null Plan, wenn ich ehrlich bin. Aber... Wir können sie auf jeden Fall hier holen. Das ist gut. Zumal sie ja immer wieder neu wachsen wird, gehe ich mal von aus. Warum können wir hier rüberlaufen, wenn uns das gar nichts bringt? Das weiß keiner, oder? Okay, da unten... Da unten haben wir auch nicht wirklich was, was wir da einsammeln können. Dann gehen wir mal hier wieder zurück, würde ich sagen. Dann sammeln wir hier noch ein bisschen was von der Mine ein. Ja, und das war jetzt eigentlich auch schon wieder alles. Ich kann jetzt die Folge wieder beenden, weil wir haben jetzt nichts Neues mehr. Das ist doch doof, ganz ehrlich. Da unten ist das Ding, das brauchen wir ja nicht mehr.
Hier war das, wo ich aber auch wieder hochkam, glaube ich, oder? Nehmen wir hier direkt nochmal wieder Kupfer mit. So. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön, dass man nur einmal draufhauen muss und die Sachen dann direkt mitnehmen kann. Eisenerz auch ganz wichtig, weil haben wir nicht so viel, glaube ich, hier drin. Ist immer ganz wichtig, das regelmäßig mal mitzunehmen. Auch wenn ich jetzt gerade so gar kein Rezept irgendwie habe mit Eisenerz, aber wir können ja auch nichts machen. Wir haben ja auch keinen Schmelzofen und nichts. Ich hoffe mal, dass wir mal einen bekommen. Also wir haben ja jetzt gerade erst neu diesen Backofen oben entdeckt. Ach so, eigentlich müsste ich dafür jetzt was aufbewahren, ne? Von meiner Ausdauer her. Ich weiß gar nicht mehr, was da unten war. Also da hinten. Entweder war da gar nichts, das kann sein. Oder da war irgendwas Fes. Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wie komme ich jetzt zu dir runter? Ja, es wird nach oben gezogen, okay. Na gut, ansonsten kann ich jetzt gerade auch irgendwie nur noch die Sachen machen, die tatsächlich nicht runterfallen. Die halt tatsächlich immer das Gleiche ist. Also ich hasse dieses ganze Grinding-Thema, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, auch vielen von euch geht das auch genauso. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was ist es für eine Art von Grinding. Ist es jetzt, dass man so nebenbei mal immer ein bisschen was mitnimmt, dann ist es teils noch okay. Ist es so dieses, ja, wie es halt auch in... Boah, okay, das war ja jetzt richtig geil. Wie es teilweise auch in Disney zum Beispiel ist. Da wollte ich nicht hin, aber nehmen wir es halt mit. Aber da müssen wir uns jetzt wieder zurücksetzen lassen, weil hier kann ich nichts machen. Dass man halt eben ganz viel grinden muss, also sprich irgendwo hinlaufen muss, Sachen einsammeln muss die ganze Zeit und quasi nichts anderes mehr vom Spiel sieht. Also das hasse ich total. Oder wenn man, keine Ahnung, ist das was anderes? Nee, es ist aber auch etwas, was ich nicht nehmen kann. Okay. Weil hier ist es ja bedingtes Grinden. Hier kann man mal reingehen und mal überall so ein bisschen draufhauen. Ja, bis einem quasi die Ausdauer ausgeht. Oder man isst halt was noch zwischendurch natürlich. Aber bei anderen Stellen, bei Disney zum Beispiel ist es ja so, dann wartet man eine gewisse Zeit und dann kann man die Runde quasi wieder von vorne machen. Weil dann wieder alles neu wächst. Und das ist hier nicht. Ich glaube, hier kann man so alle 2 Tage oder sowas in die Mine gehen und dann bekommt man was. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte hinten rausgehen sollen, ne? Naja. Kann ich hier eventuell die Bäume wieder machen? Upsa. Naja, aber der wird nicht angezeigt, ne. Kann ich die schon machen? Nee. Schade, schade, schade. Weil wir brauchen natürlich auch wieder Holz im Laufe des Spiels. Wenn man dann da nichts bekommen und keine Bäume bekommen, ist das doof. Hier wachsen zwar mal welche, aber denen will ich erstmal ein bisschen Zeit geben. Bevor ich die da tatsächlich umniete. dann würde ich sagen, dass wir mal nach oben gehen. Warum gehe ich hier eigentlich so langsam? Ich kann wieder Röschen einsammeln. Sehr schön. Sieht auch so schön aus. Ich würde das am liebsten gerne hier so dran lassen. Aber hier, das sieht auch so schön aus. So, mache ich mir einen Screenshot damit, weil Rosen drauf sind, weil es schön aussieht. So, und jetzt mache ich alles kaputt. Ich wüte hier durch. So. Achso, von denen kriege ich, glaube ich, noch nichts, oder? Oh, doch. Die haben sogar 2. Oh. Und der hat 3. Wollt ihr mich veräppeln? Alter, wieso haben die so viel? Das ist krass. Hallo, du darfst gerne durchgehen. So. Wo war das jetzt mit dem Futter? Das war hier. Dafür brauchten wir... Achso, genau, die Sojabohnenschote. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Froschsalat hätte ich, soweit ich weiß. Haferkörner haben wir nicht. Tja, dann werden die erstmal eine Weile kein Essen kriegen. Das ist natürlich nicht so dolle. Weil ich gehe stark davon aus, dass die uns dann weglaufen werden.
Ah, Mann, das ist doch doof. Ich will doch nicht, dass die Sachen weglaufen. Also die Sachen, ne? Nein, dich habe ich nicht anvisiert, aber da kann ich die Sachen dann tun, okay? Uralter Kristallsplitter, Moment. Wer hat jetzt. Das war doch die eine. Ich habe es extra bei mir im Blog reingeschrieben und ich, Idiot, habe es jetzt wieder vergessen. Ich muss jetzt mal eben kurz nachschauen. Entweder den uralten Kristallsplitter. Den finde ich gar nicht. Hä, war das nicht der Kristallsplitter, den wir auch brauchten? Hä? Ich weiß es nicht. Also, ich sehe es jetzt gerade nicht auf meiner Liste, deswegen tue ich es jetzt erstmal raus. Eiskristall, Sonnenkristall, Kalkstein. Da machen wir noch Honig jetzt von. Das ist eine Kamillenblüte. Ich habe es ausprobiert. Feentau nimmt Tin nicht ein. Da habe ich mich nämlich mal vertan. Da gibt es hier nur 10 für. Feenstaub habe ich im Moment aber nicht. Da müsste ich jetzt nochmal 9 holen. Deswegen. Andererseits, wir brauchen das bei Tin, ne? Wir brauchen diese Erhöhung. Ist auch wieder blöd. So, wir haben viele Rosen. Das stimmt schon. Da könnte man mal einen Teil von verkaufen. Beziehungsweise, ich habe den Tipp bekommen. Das weiß ich noch, dass wir da die Destille draus machen sollen. Lila Pfauenwurzel. Habe ich die nicht hier neben drin? Nee, habe ich nicht. Aber da habe ich das drin. Moment, das habe ich doch. Sternbriseblatt, das habe ich doch bei dem anderen. Ah, doch, habe ich doch hier drin. Das habe ich aber doch bei dem anderen auch drin. Kamillenblüte. Eisen habe ich jetzt irgendwie alles ausgegeben. Oder warum habe ich das jetzt da hinten nicht gesehen? Tomaten haben wir natürlich auch sehr viele. Pass auf, dann nehmen wir die Tomaten mal mit. 99 können wir erstmal drin lassen. Eigentlich ist das ja auch zu viel, aber ne, ich meine, alles, was wir jetzt irgendwie so an Geld kriegen können, wäre natürlich gut, weil Tomaten kriegen wir halt immer wieder neu. So, das geht nach draußen. Das ist jetzt Eisenerz, Kupfererz. Ach so, das andere war Kupfererz. Dann nehmen wir hier die beiden Sachen, nehmen wir mal raus, tun wir ins andere rein. Und dann machen wir die zwei hier rein. Ich denke mal, dass ich die Sachen gut verkaufen kann. Aber wenn jetzt irgendjemand sagt, ich will die haben. Andererseits, wir wissen ja jetzt, was jeder haben will, ne? Können wir die eigentlich auch verkaufen, oder? Komm, wir verkaufen die Sachen jetzt einfach. Ich brauche Geld. Das ist, ich war nicht mal ganz so jung, aber ich brauche immer noch das Geld. Ich meine, klar, es ist natürlich jetzt schön, wenn man das irgendjemand schenken kann, ist es gut, wenn man damit dann höher kommt. Andererseits, wir wissen ja, wie wir höher kommen, wenn wir den Leuten was schenken. Von daher, glaube ich, ist das jetzt sowieso egal. Das ist im Endeffekt nur, wenn ich irgendwo mal was brauche, um wieder mehr Ausdauer zu haben. Ja, mein Gott, dann gehe ich halt schlafen. Also, pff. Bin eh keiner, der jetzt da keine Ausdauer mehr hat und dann am Ende sagt, dass er dann da was isst, sondern, oh Gott, warte mal, wie ging das nochmal? Da kann ich hoch. Da gehe ich raus. Ah, jetzt kann ich das machen hier mit den Brettern, ne? Ah. Aber wie komme ich da oben hin? Okay, Frage beantwortet. So, dann kann ich das auch machen. Tür benutzen. Moment, hier ist Sand. Tür benutzen. Ah ja, okay. Die konnte ich mit 4 wegmachen normalerweise, ne? Ja, genau. Gilt dann als Gras. Sehr schön. Erstmal ein bisschen Platz hier machen. So, dann das Wichtigste. Erstmal den. Das war nicht meine Axt. Erstmal den Backofen hier freimachen. Tada! Ich meine, ich konnte den, glaube ich, vorher auch schon benutzen, aber so sieht es natürlich besser aus, ist klar. Was hat der denn hier für komische Augen dran? Auch nicht schlecht. Okay, dann kann ich aber den Kram hier auch wegmachen, ne? Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Das auch wegmachen. Ja gut, das da oben kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht so einfach weg. Das heißt, ich könnte hier theoretisch jetzt auch Sachen machen. Ich habe natürlich für nichts Rezepte, muss ich dazu sagen. Und ich habe für nichts irgendwelche Sachen da, um das zu machen. Okay, da brauche ich immer noch dreimal Zucker für. Das sollten wir heute auch noch mal eben schnell erledigen. Da komme ich, glaube ich, ganz raus, ne? Hatte ich hier nicht noch irgendwo eine Tür? Bin ich hier reingekommen? Ah, nee, das war die Tür hier. Wollte gerade sagen, ich hatte doch irgendwo noch eine Tür, wo ich hier noch was machen konnte. So, sehr schön. Zack. Nicht zack. Machen wir erstmal hier das Zeug weg. So, und das. So. Sehr, sehr geil. Das hier oben würde gerne mein Schlafzimmer werden, wenn ich denn ein Bett hätte, nebenbei bemerkt. Habe ich aber noch nicht. Also kann ich jetzt hier sowieso nichts machen. So, zum Erdgeschoss. Da kann ich dann direkt runtergehen. Nee, kann ich nicht. Komme ich hier hin? Ah, nee, hier ist der Keller. Moment. Kann ich die Sachen ja auch wegmachen? Nee. Warum sind die eigentlich drin? Warum darf ich hier öffnen? Oh. Das ist Stauraum. Willst du mich veräppeln? Ist mir das schon mal aufgefallen vorher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe es geöffnet und habe da Sachen rausgenommen. Ja, doch, das kann sein. Ich muss auf jeden Fall auch noch mal hier rein und noch mal zu den anderen. War das hier? War das hier, oder? Oh Gott, das ist so kompliziert. Ich finde hier gar nichts mehr in diesem Haus. Ich weiß nicht. Ach so, nee. Halt, stopp. Andersrum. Das soll hier rein. So. Die Sachen habe ich da einfach nur zwischengelagert. Die müsste ich dann auch noch mal entsprechend einsortieren. Das kommt alles mit. Da muss ich, ja gut, das lagere ich auch mal eben zwischen hier. Da muss ich wohl noch die. Wieso habe ich. Ach so, ich habe jetzt wieder neue Bretter. Die lagere ich hier auch mal ganz kurz zwischen. Einfach nur, damit die mal eben hier das auch. Damit die mal eben hier weg sind. Weil wir haben jetzt gleich schon wieder 19 Uhr. Und wir können mit den Leuten, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil das jetzt schon wieder so spät ist. Nur ich würde die Sachen trotzdem gerne mal eben zumindest wegsortiert haben, damit ich mehr. Boah, die sind schon groß geworden, du. Damit ich mehr Platz habe. So, das wollte ich sagen. Oh, hier wird es auch grün mittlerweile. Jetzt die große Frage. Tin steht noch da. Sehr schön. Ja. Ich habe ein Geschenk. Feenstaub. Zack. Bitteschön. So, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das da so hoch ist, dass ich dann wirklich andere Sachen kaufe. Ach, ich habe vergessen, den Honig zu machen. Ach nee. Gemeinschaftskiste. Zwei Muffins sind verkauft. Dann knallen wir da noch das rein. Und das. Und das. Das und das. Wir haben gar nicht so viel Platz. Aber vielleicht sind die Sachen ja irgendwann mal weg und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt ist die Frage. Mit ihr muss ich ja nicht unbedingt sprechen. Ich muss ja nur hier hinten rein, um mir die Sachen mal auszuleihen. So, das können wir machen. Ich wollte aber eigentlich eine Rührschüssel noch. Nee, nicht eine Rührschüssel. Die habe ich ja, glaube ich. Ich wollte mir irgendetwas noch. Ach so, dieses Destilliergerät da wollte ich noch kaufen. Jetzt ist er natürlich nicht da. Moment, habe ich jetzt? Nee, ich habe Teig. Okay, ich brauche nur den Zucker. Gut. Ja, gut, 20 Uhr, da verstehe ich dann ja noch, dass die nicht mehr da sind. Jetzt ist die eine aber wahrscheinlich gleich auch weg mit den Blumen, oder? Und Honig konnte ich jetzt auch nicht geben, weil ich natürlich wieder zu doof war, daran zu denken, den Honig vorher zu machen. Okay, sie ist noch da. Sehr schön. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, aber bitte nur eine.
Zack. So, ich weiß, dass du die magst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deswegen kriegst du die ja. Wir müssen ja auch bei dir leveln. So, warum er jetzt nicht da ist, weiß ich nicht. Oder hat der montags irgendwie geschlossen gehabt? Ach, der ist nur bis 18 Uhr da. Was für ein Lutscher. Naja, gut, okay. Dann müssen wir halt jetzt noch einmal eben einmal drüber schlafen und dann können wir. Wo könnten wir denn jetzt das Gänseblümchen kaufen? Bei der Schreinerin, ne? Ich glaube, die hat das Gänseblümchen gehabt. Moment, aber das holt sich, das kommt ja jetzt wieder, wenn ich. Wenn ich geschlafen habe. Deswegen tut es mir gerade leid, aber ich muss die restliche Ausdauer. Ich hasse das, dass man da immer so perfekt vorstehen muss. Ich muss die restliche Ausdauer jetzt mal eben damit verbringen, dass ich hier noch ein paar Pflanzen mache. Weil wenn sich das dann eh auflädt, dann habe ich nämlich noch genug für, wenn ich zum Beispiel auch nicht mehr aufnehme oder so, dass ich den Rest dann Ausdauer dann noch damit verbringen kann, das hier freizumachen. Ja, und ich befürchte leider, dass ich dann nach dieser Folge, wenn sich da jetzt nichts Neues tut, natürlich immer vorausgesetzt. Warum kommt da mal Wasser raus? Oder spuckt mich hier irgendwas an? Ja. Ich befürchte, dass ich danach dann tatsächlich nichts mehr habe, was ich euch jetzt so zeigen kann. Also, dass ich wirklich ein paar Tage mal pausieren muss. Oh, eins habe ich jetzt wieder. Nee, mit einem kann ich nichts mehr machen, oder wie? Na gut. Okay. So, es ist so schön grün geworden, wenn ich daran denke, wie schlimm das gewesen ist, ne? So, Moment, wir haben neuen Kristallweizen, genau. Kristallweizen, den wir reintun können. Das können wir nochmal eben auffüllen. Das ist alles für den Verkauf. Das auch. Und da weiß ich immer noch nicht so genau, was ich da überhaupt mitmachen soll. Ja gut, okay, die können wir jetzt erstmal gestartet. Ach so, das wollte ich ja eigentlich auch verkaufen mit dem Kürbisbrot. Das könnten wir eigentlich auch machen. Na gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir noch mal eben ganz schnell das Grünzeug, was ich gerade noch gesehen habe, hier rein. Ah, das war, glaube ich, das, was ich eigentlich mal verwertet habe, ja. Aber vielleicht braucht man das dann doch mal für irgendwas. Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Ich weiß halt nicht. Keine Ahnung. Und dann machen wir nochmal eben schnell. Ich laufe hier rum wie der Mörder hier aus. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Moment, Honig. Das war kein Honig. Was war denn jetzt Honig? Ich bin doof. Ich bin blind. Baumwundheit. Achso, das war das eine. Die Sachen haben wir extra zur Seite gestellt. Nee, Honig hatte ich auch nicht hier. Honig hatte ich hier vorne drin, ne? Ich bin ja wieder clever heute. Wieso habe ich eigentlich zweimal? Mehlpastete und Kuchenteig. Okay. Es ist ein Anfang, aber noch nicht genießbar. Und was mache ich denn damit? Mehlpastete. Eigelb geschlagenes Eiweiß. Okay. Ja, gut. Keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal den Honig. Ich würde auch sagen, wir machen direkt fünfmal den Honig. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt Honigwaben brauchen. Wenn doch, können wir die ja auch nochmal neu machen. Das ist ja nicht das Problem. So. Wie viel können wir noch? Zwei können wir noch. Und noch einmal. Zack. Sehr schön. Jetzt machen wir aus der Mörderin hier, machen wir jetzt mal eine mit. Hat die jetzt Honig in der Hand? Nee, hat sie jetzt aber nicht in der Hand. Okay. Gut. Allerdings eine Sache würde ich schon gerne noch machen. Abgesehen davon, dass ich das runterstellen muss. Ach nee, das kann ich ja machen, wenn ich das rausgebe, ne? Moment, das tue ich aber mal nach hier oben. Das sind nämlich die Sachen, die ich verkaufen will. Tue ich das mal nach hier unten. So, dann würde ich sagen, machen wir das. Machen wir das zusammen? Moment, da ist ja eigentlich nichts bei, was ich jetzt noch machen muss, oder? Also, was ich noch zeigen muss.
Ja, nee, ist ja eigentlich nur die Sachen verkaufen, die Sachen halt immer wieder abgeben. Also ich habe jetzt nichts, was jetzt wirklich neu ist. Allerdings muss ich mir noch einmal Feenthau holen, weil es ja wieder ein neuer Tag. Am besten ist, wenn ich den ganzen Feenthau mitnehme. Ne? Aber dann habe ich halt wieder nichts. Feenstaub, nicht Tau, Entschuldigung. Habe ich zwar nichts mehr für später. Ja, gefallener Stern. Ach so, gefallener Stern. Kann ich vielleicht raus noch? Weil, wie gesagt, die gefallenen Sterne kamen bei mir immer, wenn ich nachts draußen rumgelaufen bin. Oder beziehungsweise dann habe ich die gefunden. Ich weiß nicht, ob die immer ab Mitternacht kommen. Ich weiß auch nicht, ob die da eventuell irgendeinen Tonhinweis haben. Im Moment sehe ich jetzt noch keinen. Doch, da hinten. Da hinten ist einer. Den nehmen wir mit. Ha, haben wir wieder einen gefunden. Aber es kann sein, dass auch bis zu zwei noch kommen, habe ich festgestellt. Ja, das da hinten ist ein schlafendes Tier. Okay, das können wir nicht einsammeln. Also, wir können versuchen, es einzusammeln, aber ich glaube nicht, dass wir da was finden. Nee, aber ich denke mal, wenn es zwei geben würde, dann würde jetzt schon einer hier liegen. Weil ich meine auch, dass ich die so rum Mitternacht immer gefunden habe. Und ich finde jetzt hier nichts mehr. Ich laufe jetzt hier nochmal eben die Runde zu Ende, aber. Ne, sind keine mehr. Ja, schade. Aber immerhin haben wir nochmal einen gefunden. Ja, dann würde ich sagen, dass ich das tatsächlich mal so mache, wie ich es jetzt gerade überlegt habe. Weil wir haben ja im Endeffekt nichts dabei. Also wir haben jetzt hier die Sachen, die können wir jetzt alle nochmal abgeben, damit wir ein bisschen leveln. Aber wir haben halt keine neuen Quests und nicht. Das sieht irgendwie komisch aus mit dem Honig da jetzt drin. So sieht es besser aus. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir dann hier erstmal, weil die Beschneidungspastete, auch warum immer die so heißt, können wir ja auch immer noch nicht herstellen. Zweites Artefakt, vermute ich mal, können wir erst herstellen. Also nicht herstellen. Können wir erst finden, wenn wir entweder weiterkommen, da wo ich halt nicht rüberfliegen kann. Also vielleicht dann auf den Besen warten, auf den Winter noch oder sowas. Weil da fehlt ja eine Sache vom Winter. Ach so, eine Schneeflocke war es, glaube ich. Eine Sache vom Winter fehlt ja noch für den Besen. Und dann haben wir ja noch hinten, wo die Mine ist. Da müsste ich dann auch noch mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ich habe keine. Ah nee, doch, ich habe doch eine Ahnung. Dafür brauchen wir das bessere Werkzeug. Aber dafür müssen wir dann wieder bei Tin weiterleveln. Das ist halt der Nachteil. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes kommt, dass ich das einfach so mache, dass ich immer mal wieder regelmäßig hier reingehe und so ein bisschen grinde im Endeffekt, dass ich die Beziehungen level und so weiter. Ich meine, ihr wisst ja, wie das Ganze geht. Und dass wir uns dann in noch nicht absehbarer Zukunft, ich weiß ja leider nicht, wie lange es dauert, dass wir uns dann später wiedersehen, wenn sich hier tatsächlich noch mal was tut. Wenn irgendwas spontan sich tut, während ich jetzt nicht am Aufnehmen bin, dann schmeiße ich noch mal ganz schnell die Aufnahme an und zeige euch das dann natürlich auch noch mal eben nebenbei. Ja, also seid mir nicht böse, wenn es ein bisschen länger dauert, bis dann die nächste Folge kommt. Es wird auf jeden Fall mehr geben, aber ich muss halt erstmal nebenbei so ein bisschen dann in dem Spiel noch was tun und ein bisschen Beziehungen leveln und so weiter, bis ich hier ja tatsächlich wieder guten Content bringen kann von diesem Spiel. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!